An diesem Handy klebt Blut dran, meine Freunde, wissen wir alle. An der Kleidung klebt Blut dran, wissen wir alle. Ja. Und ja, auch an der WM in Katar klebt Blut. Darum boykottieren wir sie auch, weil uns die Menschenrechte ja ach so wichtig sind. I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years before starting to give moral lessons to people. Doch die WM enthüllt die scheinheilige, heuchlerische Doppelmoral des Westens. Doch dazu später mehr im Verlauf dieses Videos. Einen wunderschönen guten Tag, die beiden Herren. Wir haben eine Frage an euch. Wir drehen eine Umfrage zum Thema der Menschenrechte. Generell, wie wichtig sind denn euch so die Menschenrechte? Von 0 bis 10. 0 bis 10. Na, sagen wir 8. 8, ja? Ja, schon wichtig. Schon wichtig, ja, also schon wichtig. Wichtiger als jede WM. Also die Menschenrechte, die sind dir wichtig, sagst du? Ja. Das hört sich gut an. Wieso nicht 10? Ja, weil es andere wichtige Themen auch gibt. Und dir persönlich, wie wichtig sind dir so die Menschenrechte? Ja, sehr, sehr wichtig. Also es gibt kaum was Wichtigeres, oder? Ja, sehr wichtig. Dir sind die Menschenrechte sehr wichtig, ja? Ich verstehe, es ist schon mal gut. Ja klar, Menschenrechte sind wichtig. Das ist relativ einfache Frage. Zumindest in einer Stadt wie dieser. Generell ja. Also generell ja oder ja? Ja. Ja, okay. Ja, es ist nicht so, dass ich mich jetzt wirklich aktiv dafür einsetze in Organisationen oder so. Aber ich studiere gerade Jus und mein Ziel ist es halt dann für die UNO zu arbeiten. Also du boykottierst die WM quasi? Ja, genau. Doch warum haben wir eigentlich die Olympischen Spiele in China nicht boykottiert, die ja Millionen Uiguren in Umerziehungslagern inhaftieren? Und warum gibt es keine Massendemos in der westlichen Welt mit Pakistani Lives Matter, so wie bei George Floyd? Du boykottierst die WM. Das finde ich gut, denn dir sind ja die Menschenrechte ja auch wichtig, richtig? So ist es, ja. Hast du gerade ja schon gesagt, die sind dir wichtig, die Menschenrechte. Ja, voll. Wir haben gesagt, wir boykottieren das. Wir schauen nur die Zusammenschnitte, die sie halt hochladen, die 2-Minuten-Dinger am Ende. Okay. Und kaufen nichts von den Sponsoren. Super. Das ist aber zart. Heineken ist 70% aller Biere. Nein! Also ich hätte sicher ein bisschen was geschaut, aber bis jetzt aus Boykott eher nicht. Nein. Okay. Also echt kein Interesse zur Zeit. Vielleicht dann zum Schluss werden wir vielleicht nicht mehr schaffen. Kommt drauf an. Das ist schwer, Alter. Das ist schwer, ja. Also einen Boykott zu machen, ist manchmal gar nicht so einfach, weil du wiederum ja auch mit persönlichen Schäden davon trägst, weil die Welt einfach nur mal dem ist von Großkonzernen. Es ist alles irgendwie industrialisiert und gleichgeschaltet. Deswegen, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja. Und ich meine, wenn er eben dann in der Bar schon drin sitzt, wo das Spiel gerade da stattfindet, ich meine, dann bist du eh nicht, also ob der sitzt dann oder nicht. Dann werde ich nicht jetzt mit Absicht so sitzen. Ja, genau, es macht ja auch keinen Sinn. Aber dann, ne? Ich werde mir nicht jetzt Zeit nehmen und sagen, wow, jetzt das Spiel will ich sehen. Also es ist, jeder Mensch ist viel wert, ist gleich viel wert, ja. Und sicher nicht irgendwo eine Humanressource, die man für einen Bau verbrauchen kann. Ja. Absolut, ja. Ich weiß nicht, ob es dort viel schlechter gerade ist, als es woanders ist. Also ich glaube, wir liegen in der Welt überhaupt mit dem Thema an einem Punkt, ich meine, das ploppt halt gerade auf und dort wird es gerade hingeschaut, das ist ja schon okay. Aber ich denke, wir gehen weltweit sehr schlecht um mit vielen Menschen. Doch dafür brauchen wir gar nicht nach Katar oder Afrika zu schauen. Denn auch in Deutschland wurden Ungeimpfte wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Oder werden es zum Teil immer noch. Hast du denn ein Smartphone, ein iPhone, ein Samsung-Handy? Ja, ja. Yes. Die beide ein Smartphone, ja. Und du auch, ja? Ja. Du bist auch ein Smartphone. Hast du auch ein Handy? Ja. Ihr habt beide Handys, ja? Okay. Wie gehen wir denn dort mit den Menschenrechten rum in Afrika, wo unsere Eisenerze abgebaut werden? Ich denke auch nicht gut. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht gut. Meiner Erfahrung nach nicht so gut. Generell Afrika, Arbeitsverhältnisse sind ja ein bisschen minderwertig. Sehr gut gehen die ja, um Kongo, besser ja? Besser geht's nicht. Besser geht's nicht, ja. Das klingt sehr wahrheitsgetreu und vernünftig. Ja. Und wahrscheinlich auch zusammengebaut wurden in China, ja. Ja, genau. Die werden in China zusammengebaut, wo menschenverachtende Umstände herrschen. Werden aus Afrika erstmal abgebaut, wo auch menschenverachtende Umstände herrschen. Ja. Um dann die WM in Katar, wo menschenverachtende Umstände herrschen, dann gezeigt zu werden. Ja, sicher. Ja. Weißt du, dass daran Blut klebt? Du hast gerade gemeint, hier sind die Menschenrechte doch wichtig. Da klebt ja Kinderblut dran. So bei den meisten Gegenständen, die wir heutzutage so haben. Und wir haben alle ein Smartphone hier. Also jeder hat hier ein Smartphone, obwohl daran Blut klebt. Mhm. Ist das nicht erstaunlich? Eigentlich schon, ja. Oder? Wieso boykottierst du dann nicht das Smartphone?
Boah, ja, ich glaube mittlerweile gibt es ja so ein Fairphone oder so, oder? Man muss ja halt schon auch bewusst sein, dass man, dass es aus meiner Sicht halt schon ein Irrtum ist, wie soll ich sagen, all diese Prozesse irgendwie auf individuelle Handlungen herunterzubrechen. Also auf das, okay, der einzelne iPhone-Besitzer oder Mobiltelefon-Besitzer des Problems. Weil damit fokussiert man sich darauf, dass irgendwie alle irgendwie damit, was sie mit der Entscheidung, was sie kaufen oder nicht kaufen, irgendwie die Lösung erzeugen können. Und ich glaube, dass das ein Irrtum ist. Und das hängt wieder mit dem ganzen Konsum zusammen und das hängt auch wieder damit zusammen, dass er eine Kamera in der Hand hat, die irgendwo produziert worden ist, und du ein Clipboard und ihr Jacken, die irgendwo produziert worden ist. Also wir haben alle unseren Anteil dran. Ja. Ein globales Problem, das halt einfach nur global auch gelöst werden kann. Das heißt, wo man eben staatliche Lösungen suchen muss und nicht endlos darüber diskutieren muss, was jetzt die richtige Kaufentscheidung ist, wenn man das aus meiner Sicht dann nur Ablenkungsmanöver ist. Und wir Silvesten sind ja moralisch einwandfrei. Wir machen ja, also wir können ruhig mit dem Finger auf sie zeigen, weil wir zeigen nicht drei Finger auf uns zurück. Ja, also wir zeigen mit drei Finger auf uns und können auch nur da anfangen, ja. Es ist ein bisschen heuchlerisch, aber ja. Es ist besser als nichts, meiner Meinung nach. Also so, alles ist besser als einfach zu sagen, ja, nein, ist egal, nicht unser Problem. Ich meine, wenigstens wird, also äußerten sich Politiker oder generell Länder dazu. Also. Das stimmt, ja. Okay, also du boykottierst die WM wegen der Menschenrechte, aber du besitzt ein Smartphone, du kaufst Kleidung ein, du isst Avocados und Palmöl und das passt nicht ganz zusammen. Ist ein bisschen mit doppelmoralisch, richtig? Ist ein bisschen so konträr, das Ganze. Ja. Ist sehr konträr. Ja, ne? Ja. Fällt uns vielleicht auf bei der WM, weil wir dort alle gerade hinschauen, wie die Menschenrechte auch behandelt werden, aber in echt geht es nirgendwo um Menschenrechte? Das stimmt, ja. Leider oder fast nirgends wahrscheinlich. Ja? Ja. Also quasi, die zeigen uns doch nur, was alles nicht stimmt auf dieser Welt. Ja. Und da zeigen wir gerade mit dem Finger quasi hin. Ja, ist ja ein bisschen komisch eigentlich, aber... Mein Gott, ne? Ja. Ja. Okay, super, alles klar, dann vielen lieben Dank auf jeden Fall. Dann würde ich dir den Stempel als Heuchler geben, genau wie wir alle den quasi haben, in der gesamten westlichen Welt. Also wir sind alles anscheinend Heuchler. Richtig. Vor allem der Westen. Ja. Der Westen ist heuchlerisch. Ja. Denn wir verschließen die Augen und verdrängen, dass wir eigentlich gegen Massentierhaltung sind. Konsumieren aber Käse, Eier und Fleisch, die unmoralischer kaum entstehen könnten. Ja, sogar an unseren Avocados klebt Blut durch mexikanische Drogenkartelle. Und unser Palmöl, dafür werden Regenwälder gerodet, wo seltene Tigerarten bei umgebracht werden. Und von unseren NATO-Kriegen im Nahen Osten für Öl, mal gar nicht von zu sprechen, die eine Flüchtlingswelle ausgelöst hat, wo über 25.000 Menschen seit 2014 im Mittelmeer ertrunken sind. Sollten wir also eigentlich alles boykottieren, also im Fazit, also die Kleidung boykottieren, die Handys boykottieren, die WM boykottieren, die Avocado boykottieren, weil der Regenwald dafür und so weiter, die Drogenkartelle, sollten wir alles boykottieren? Rein theoretisch, ja. Rein theoretisch, ja. Ich glaube nicht, dass Aussteigen die Lösung ist, sondern eben im System drinnen bleiben und das System eben von innen heraus eben zu verändern. Boykott bedeutet ja wiederum, dass du dich sehr beschäftigst mit dem, was du boykottierst. Ich glaube, es ist besser, du beschäftigst dich mit dem, was du neu aufbaust. Stimmt. Und setzt deine Energie dafür ein, wie du es neu schaffen willst. Ja. Also ich würde mir jetzt nicht selber verurteilen, dass ich die Jacke gekauft habe, die wahrscheinlich jetzt auch so ähnlich wie deine oder absolut. Ja, von irgendwo herkommt. Aber ich würde gern mit dabei sein, wenn man aufbaut, wie man es anders macht. Ja. Was glaubst du, ist der beste Umgang, dann auch damit umzugehen aus Westeuropa, aus westliche Hemisphäre? Ja? Eigentlich Bewusstsein schaffen dafür, dass das, was gerade in Katar passiert, normal ist. Das passiert auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt wird für alles, was wir haben, werden Menschen ausgebeutet, werden Menschen unterdrückt, werden Menschen umgebracht, Menschen werden ausgegrenzt, selbst hier in Österreich, wo uns Jahre lang ungeimpft ausgegrenzt. Ich glaube, mein größter Beitrag wird sein, dass ich mich in Zukunft darum kümmere, dass wir sehr viel autark und regional machen werden. Das Problem ist ja ein ganzheitliches Problem. Ja? Es geht um das, um Umverteilung von oben nach unten zu schaffen. Und es geht nicht um das, jetzt den kleinen Österreicher jetzt hier in das wegzunehmen oder den Österreicher, der gut verdient oder gut arbeitet, sondern diejenigen, die wirklich die fette Kohle schaffen, ihnen muss. Also nicht dir zu sagen, du bist schuld, weil du einkaufen gehst, du bist schuld, weil du ein Smartphone besitzt, du bist schuld, weil du einen Teller isst, wo Palmöl drin ist. Nein, die Konzerne sind schuld daran. Genau, ja. Und es würde ja auch in der Welt, in der wir gerade leben, gar nicht funktionieren, dass alles fair wäre, weil wenn du nur 2000 Euro eben verdienst, aber wiederum die Sachen ethisch gesehen und moralisch gesehen einwandfrei, der Preis wäre halt eben mal 10, mal 100. Gut also, dass wir hinschauen, was alles nicht stimmt in Katar. Aber das Problem darf nicht an den Endverbraucher ausgelagert werden.
denn es ist ein systematisches Problem. Ja, top. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, der Herr. Ja, schön. Und dann noch, vielleicht gibt es noch die inneren Menschenrechte. Also was in dir selber hat welches Recht und was unterdrückst du schon lang und wo stehst du innerlich auf und so. Also das ist auch noch so ein Thema. Ne? Das ist dann der innere spirituelle Kampf, den man quasi führen müsste, um sich selber zum Erwachen, zum Erleuchten, zum Befreien zu bringen, sich von irgendwelchen alten Gedankenmustern wegzuschreiben und sich zu befreien einfach. Ja. Du kannst es super übersetzen, was ich meine. Du hast es ja genauso gesagt, aber Mann. Ja, vielen lieben Dank, meine liebe Seele, dass du das Video bis hierhin dir angeschaut hast. Unterstützt mich gerne auch weiterhin, dass ich diese Arbeit fortführen kann mit einem Kommentar, einem Gefällt mir und einem Abonnement. Und denken wir mal dran, dass Michael Ballweg immer noch im Gefängnis sitzt. Für mich eine riesige Unverschämtheit. Ich wünsche dir Gottes Segen und nur das Beste in diesen schwierigen Zeiten. Bis zum nächsten Mal zurück auf meinen Kanal, beim friedvollen Krieger.